Amerikanische Autos, so weit das Auge reicht. Das gab es am 8. Juli 2012 in Sommerhausen zu sehen. Fast zeitgleich zum Rettungseinsatz mit vermisster Person im Main gab es hier schicke Karossen und fachmännische Gespräche. Ein Zusammentreffen von über 200 Autobesitzern und zahlreichen Interessenten hauchte den Sommerhäuser Mainwiesen Leben ein. Eibelstadt Aktuell war vor Ort und hat sich für Sie amerikanisch aktualisiert. Grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren. Eibelstadt Aktuell jetzt in Sommerhausen und zwar auf dem US-Car-Meeting hier am Main beim Lokal- und Gasthaus Anker. Und jetzt schauen wir uns zusammen mal ein bisschen die coolsten Autos hier an. Los geht's! Jetzt habe ich mich hier gerade ein bisschen umgeschaut und hier gerade auch was Schönes gefunden. Grüß Gott, wie ist denn Ihr Name? Hallo, ich bin der Ralf. So, was haben wir heute dabei hier für ein schönes Auto? Ja, das ist die Corvette C3, Baujahr 73. Ja, ist top renoviert und schaut gut aus. Okay, dürfen wir mal gerade einen Motor sehen? Den können wir mal angucken. Ja. Okay, jetzt gucken wir uns mal den Motor an, sehr verehrte Damen und Herren. Dürfen Sie auch mal gerade mit reingucken hier? Ja, das ist ein V8, 5,7 Liter Motor, Small Block und hat so ca. 200 PS. Okay, und die lassen sich dann auch ausfahren hier irgendwo in der Gegend? Naja, man kann sie schon ausfahren, ja, denke ich mal, ja. Ja, können tut man viel. Ob die Polizei damit einverstanden ist, das ist dann die zweite Frage. Aber so schnell auch wieder nicht das Auto dann letztendlich. Also es ist ja, man cruist ja, man rast ja nicht mit so einem Auto, sondern es soll ja ein gepflegtes, schönes Fahren sein, wenn das Wetter schön ist, so wie heute. Mit offenem Dach, dann macht es richtig Spaß, ja. Ja, richtig. Ja. Dürfen wir uns da nochmal ganz kurz reinsetzen? Ja, sehr schön, ne? Gas ist links oder rechts? Also hier, ne? Ist klar. So, schön tief sitzt man, sehr verehrte Damen und Herren. Das ist auf jeden Fall sicher. Und ja, alles da, was man soweit braucht. Lenkrad ist zum Beispiel sehr wichtig. Dann war's das erstmal. Gehen wir weiter zum nächsten Auto. Sehr verehrte Damen und Herren, jetzt stehen wir vor dem absoluten Transformers-Auto, ja, so heißt das für mich. Und wir gehen mal gerade zum Besitzer. Grüß Gott, Eibelstadt Aktuell, wie ist Ihr Name? Marc. Marc, sehr gut. Was haben wir denn hier für ein schönes Auto? Für mich ist immer die Transformers-Karre, aber was ist das? Ja, das ist der 2012 Chevy Camaro 45th Anniversary Model. Okay. Die 45th Sonderausstattung. Okay, und was haben wir denn da alles für Sonderausstattung drin? Ja, das ist die Spezialfarbe. Das ist eine Carbon Flash Metallic. Das hat ein besonderes Striven drauf. So, sehr verehrte Damen und Herren, was ganz beeindruckend ist, dieser Mann hier kann sein Auto mit seinem Schlüssel anmachen. Zeigen wir mal bitte gerade. Haben Sie es gesehen? Das ist geil, oder? So wie in Transformers mutiert er hoffentlich nicht und rennt ihn dann davon. Kumpel für mich hat auch ein Transformer. Gibt sehr cool. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen und schönen Tag noch. Ja? Dankeschön. Und jetzt stehen wir neben dem ersten in Serie gefertigten Auto auf der Welt. Neben mir der Herr? Schmidt. Schmidt, grüße Sie. So, was haben wir denn hier eigentlich für ein Auto? Wie heißt denn das? Das ist ein Ford Model T, auch Tin Lizzie genannt. Okay, und was gibt es denn so zu zeigen an dem Auto? Zeigen Sie uns doch mal ein bisschen was. Was sind denn die Besonderheiten? Ja gut, was es halt früher noch nicht gab, war zum Beispiel eine Zündung wie in dem heutigen Stil, sondern es gab die sogenannte Summerzündung und ich kann Ihnen das jetzt mal zeigen. Und eine Zündspule, von denen da vier Stück vorhanden sind, zeigen. Das ist eine Holzschachtel, die mit Bitumen ausgegossen ist und noch voll funktionsfähig ist und den Zündfunken für einen Zylinder liefert. Okay, das heißt, um das nochmal kompakt für alle Laien bei uns zusammenzufassen, das ist jetzt was? Das war früher die Zündkerze oder wie? Nein, das ist jetzt die Zündspule. Die Zündkerzen sitzen nach wie vor alle hier im Motorblock und werden von der Spannung her von hier innen aus dieser Schachtel sozusagen gespeist. Ah, also das ist die Batterie sozusagen? Nein, es ist auch keine Batterie. Ich bin kein Autokenner, sehr verehrte Damen und Herren. Zündspule und davon gibt es vier Stück. Für jeden Zylinder eine, für jede Zündkerze eine. Okay, na gut, dann lassen wir diese Teile die Zündspulen sein. Und dann, Herr Schmidt, bedanke ich mich erstmal vielmals bei Ihnen für die kurze Vorstellung Ihres schönen Autos hier. Ja? Ja. Wünsche Ihnen noch viel Spaß damit. Eine Frage noch, wissen Sie eigentlich, wie viele davon noch auf der Welt rumfahren? Also auf der Welt, denke ich mal, größer 10.000. In Deutschland schätze ich so circa 300 Fahrzeuge.
Naja, dann auch nicht viel mehr als beim Ferrari Enzo, ne? Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Okay, danke. Zum Treffen eingeladen hat er eine Vereinigung, welche sich Classic Cruisers nennt. Der Veranstalter vor Ort jedoch hatte keine Zeit für uns. Albelstadt aktuell meint, unaktuell.